over now. Ja, der beste Song aller Zeiten ist ja immer noch von Modo 1, 2 Polizei. Da sind wir uns alle einig, oder? Ja. Ja, echt hyper, hyper. Oder von Bruce und Bongo, geil. Der Kinocast. Herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Schon vorweihnachtliche Gefühle hier. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt alle die warmen Socken an. Es wird kalt draußen. Ich begrüße die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Und den Chris, das alte Reimer-Monster. Hallo, Chris. Erik, was geht ab? Hey, Chris, was geht ab? Ja, ja. Wir haben Filme mitgebracht für euch. Einen davon hat einer alleine nur gesehen. Die anderen haben wir alle gesehen. Und die sind alle ziemlich neu, würde ich sagen. So neu, dass sie noch gar nicht im Kino sind. Teilweise. Und wir sind ja drauf. Ja. Dann starten wir doch gleich mal rein mit dem einen Film, den nur einer alleine gesehen hat, nämlich der Chris. Der hat 21 Bridges gesehen, den wir auch schon vor einiger Zeit hier in der kleinen Sendung mal besprochen hatten, als der Trailer neu rauskam, wo wir eigentlich nicht abgeneigt waren und wo auch so der Satz fiel, so, ja, dann wird man das Sneak mal nehmen. Und jetzt kam er. Wie war's denn? Ja, wir befinden uns in New York und lernen dort Detective Andrew Davis kennen. Der wird gespielt von Chadwick Boseman. Den kennen wir woher? Ja. Ja. Black Panther. Vielen ja, Dank. Natürlich. Ganz das genau. Haben wir doch letzte Woche noch gesagt hier. Bei den Sneak-Tipps, ja. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen, mit welchen Leuten ich hier eine Sendung machen darf. Hör mal, wir haben es letzte Woche schon gesagt bei den Sneak-Tipps, dass es der ist. Ja. Kino-Experten unter sich. Also, jedenfalls hat Black Panther keinen sehr, sehr leichten Stand aktuell. Da hat eine interne Untersuchung am Hals. Nennst du den jetzt die ganze Zeit Black Panther? Nur so? Nein, Andrew Davis natürlich. Er ist selber Sohn eines Polizisten, der im Einsatz von einem Täter, der ziemlich zugedröhnt war, erschossen wurde. Und er selber hat jetzt auch schon 8 Leute auf seinem Gewissen. Oh. Es sind also ein bisschen zu viele tote Verbrecher auf seinem Weg. Und jetzt bekommt er tatsächlich doch nochmal die Chance, das alles wieder gut zu machen. Denn bei einem völlig missglückten Überfall durch die beiden Kriegsveteranen und Kleingangster Michael Trujillo von Stefan James gespielt und Ray Jackson, das ist mein Name, den ich aussprechen kann, Ray Jackson, Taylor Kitsch gespielt den. Dabei werden 8 Polizisten erschossen. Ach, das ist ja ein Gemetzel hier. Ja, das lief ziemlich aus dem Ruder und wirklich kurz drauf beginnt auch schon die Fahndung nach den Verdächtigen. Es steht also ein fast schon, in Anführungszeichen, typisches Katz-und-Maus-Spiel an. Um Herr des Verfahrens zu sein, macht Davis dann etwas, was bislang keiner vor ihm gemacht hat. Er lässt nämlich alle, und jetzt Achtung, jetzt kommt der Filmtitel, 21 Brücken, die Manhattan mit dem New Yorker Festland verbindet, dicht machen. Und jetzt kommt das, was, Filmtitel genannt. Ja, und jetzt kommt das, was überhaupt nicht mehr dazu passt. Er lässt nämlich auch alle Wasserwege, Luftwege und natürlich sämtliche Bahnlinien dicht machen. Deswegen, also nur 21 Bridges ist ein wenig zu wenig. Aber 21 Bridges and more hätte es heißen müssen. Ja, ja. Es geht also nichts mehr in dieser Nacht. Keiner kommt mehr raus, keiner kommt mehr rein nach Manhattan. Und Davis im Nacken sitzt neben dem FBI, also 2 FBI-Agenten, auch noch Captain McKenna, der wird gespielt von J.K. Simmons. Der möchte natürlich Rache für seine Beamten. Und wie es sich vielleicht noch herausstellt, auch noch für ein wenig mehr. Und an die Seite bekommt Davis noch Frankie Burns gestellt, gespielt von Sienna Miller, eine Expertin im Bereich Drogen, weil es ging bei dem Raubunfall um einen Drogenraubüberfall. Und ja, zusammen verfolgen die dann die Polizistenmörder im Kampf gegen die Zeit und durchaus auch andere Einflüsse. Klingt spannend. Ja, es klingt spannend. Okay, der Polizeihund schlägt schon an. Robin schlägt auch direkt an. Was ich allerdings sagen muss, ist, 21 Bridges ist wirklich keine Neuerfindung des Cop-Thrillers. Wirkt eher wie so ein bisschen ein Film von der alten Schule gemacht oder Regie geführt hat Brian Kirk, kennt man von Game of Thrones oder Penny Dreadful. Und man muss sagen, der Film hätte tatsächlich mit seiner Art auch... Raumschiff Enterprise auch. Ja, ja. Nicht Captain Kirk, Brian Kirk. Oh,
Der Film hätte auch gut in den 70er Jahren spielen können oder den 80er Jahren. Ist jetzt nicht so festgelegt auf die Neuzeit. Teilweise ist der Film leider viel zu vorhersehbar. Die Action-Szenen mit Chadwick Boseman allerdings machen dann doch wieder einiges her, weil die sind wirklich so ein bisschen handgemacht. Und es bleibt ein für mich weiter verwirrender Titel, weil es geht eigentlich um mehr als 21 Bridges. Das ist halt ja ein Teil davon. Und insgesamt wird aus der ganzen Sache da zu wenig rausgeholt. Aus dem ganzen Plot wird insgesamt doch zu wenig rausgeholt. Eignet sich trotzdem als sehr solider Actionfilm für einen regnerischen Abend. Aber ins Kino, muss ich ganz ehrlich sagen, würde er mich, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, auch nicht direkt ziehen. Sienna Miller bleibt ziemlich blass in dem ganzen Film. Was auch ein bisschen schade ist. Ich glaube, da hätte man auch ein bisschen mehr noch rausholen können. Trotzdem, trotz allem, was ich jetzt hier negativ genannt habe, bleibt es ein durchaus spannendes Streifelchen. Wie du, Erik, schon gesagt hast, klingt spannend, ist es teilweise auch. Ich gebe ihm mal 6,5 von 10, weil er eben Spannung aufrecht halten kann. Aber wie gesagt, die Story ist auf dem Bierdeckel erzählt. Ich denke mal, das ist eigentlich so ein idealer Sneak-Film. Relativ kurzweilig, ein bisschen Action und so. Ich glaube, sowas geht gut in der Sneak. Von der Länge her war er top. Also, ich finde auch, das Poster ist cool. Das heißt, es gibt ja viele, wir dürfen nicht immer so in unsere Filterblase denken. Es gibt viele, die gehen ins Kino und lassen sich teilweise von den Postern vor Ort leiten, in welchen Film sie gehen. Habe ich selber mehrfach beobachtet. Jetzt nicht bei uns, wenn wir in das Sneak gehen, sondern ganz allgemein. Und das Poster sieht cool aus, der Trailer sieht auch cool aus. Ich glaube, das könnte schon ein ganz guter Erfolg werden oder spätestens dann auch fürs Heimkino. Also ganz gut glaube ich nicht, ich glaube eher solide. Ja, warte mal ab, dann, wenn da gerade nichts weiterläuft, wann startet der jetzt eigentlich? Der 6. Februar. Im neuen Jahr, oder? Ach, am 6. Februar. Ja, da ist saure Gurkenzeit, da ist Star Wars durch, da sind die alle durch. Da kommt wahrscheinlich gerade jetzt nichts Besonderes, kein besonderer Actionfilm ins Kino. Warte mal ab, ich glaube, das wäre mal, ich tippe mal so, Stuttgarter Kinocharts, denke ich mal so, Platz 5 wird da drin sein. Ja, denke ich auch. Also Top 5 auf jeden Fall. Ganz, ganz easy sogar. Aber wie gesagt, ist nichts wirklich Besonderes, wo ich sage, hey, unbedingt sehen. Ist bestimmt auch keiner rausgegangen aus der Sneak, weil das ist, glaube ich, sowas, was man gut konsumieren kann. Ja, der hat auch nur 99 Minuten insgesamt gedauert. Also ich sage, ja, das ist in Ordnung. Ja, ich hätte ihn tatsächlich doch ganz gern gesehen. Wahrscheinlich hätte aber der Titel, also wenn man einen ehrlichen Titel hätte, wahrscheinlich irgendwie Manhattan Lockdown oder sowas. Wäre vielleicht. Ja, eher. Ja. Aber 21 Bridges klingt so ein bisschen nach 21 Jump Street oder so. Vielleicht erhoffen sich da noch einen kleinen Marketing-Coup, dass die Leute oder denken. 21 Guns. Oder nee, Two Guns hieß der doch, oder? Ich meinte jetzt eher den Song von Green Day. Ach so. Okay. Ja. So. Also, dir hat er ganz gut gefallen. Ich sehe, du hast deine Wertung noch mal leicht nach unten korrigiert. Ja, weil ich vergessen habe, wir haben ja nur in der Metropolsnik-Gruppe auf Facebook die ganzen Punkte. Und hier können wir ja auch halbe geben, deswegen. Also 6,5 Punkte von dir für den Film. Ja. Ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass der woanders in der Sneak lief. Mal gucken, ist ja noch bis Februar eine lange Zeit. 3 Monate noch hin. Haben wir den relativ früh bekommen in Stuttgart hier. Interessant. Ja. Dann werfen wir einen Blick drauf, was uns eventuell dann morgen in der Sneak Preview hier in Stuttgart erwartet, zu der ich mal wieder erscheinen werde. Oh, sehr frühes Erscheinungsfest diesmal. Einmal. Das ist dann die Sneak 1031 am 16.12. Und der Tipp lautet Cop Killer. Boah, Ice-T. Nein, könnte auch 21 Bridges sein, da kommt einfach nochmal. Ja, gut, das sehe ich ihn dann wenigstens mal, ne? Du kannst ihn ja nochmal gucken. Super. Ich gehe dann. Ice-T, Cop-Killer. Ist die eigentlich mittlerweile erlaubt? Die war damals verboten. Na, egal. Und was könnte da kommen, Kate? Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, es sind 2 Tipps eingegangen, wobei bei dem einen Tipp schon darüber diskutiert wurde, dass der schon lange raus ist. Der kann also nicht genannt werden. Dann gibt es noch einen zweiten Tipp, und zwar heißt der Queen und Slim. Da geht es wohl auch darum, dass ein junger Mann in Notwehr einen Cop erschießt und flüchtet. Also ich habe zumindest den Anfang von dem Trailer mal gesehen, da sieht es danach aus. Sieht ganz cool besetzt aus. Wenn ich es richtig erkannt habe, ist das der junge Mann aus Get Out. Aber es kann auch sein, dass ich es nicht richtig erkannt habe.
Aus einem Tinder-Date entsteht eine übergreifende Bewegung. Das harmlose erste Treffen von den Zweien in einem Diner nimmt eine dramatische Wendung, als sie von einem Polizisten aus dem Verkehr gezogen und in rassistischer Manier ungerechtfertigt und besonders brutal belästigt werden. In Notwehr tötet Slim den Beamten und anstatt sich zu stellen, begeben sie sich auf eine rasante Flucht. Ja. Nun sind die beiden, die sich kaum kennen, als Cop-Killer. Haha. Nirgendwo mehr sicher. Also. Und ja, es ist der Mann von Get Out. Ist gebongt. Ja, das ist der. Ja. Ist gebongt. Oder aus Black Panther. Oder aus Sicario. Oder aus Widows. Also tödliche Queen, Witten. Queen and Slim startet am 9. Januar. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Oh. Zwei Tage vor seinem US-Kinostart hatte Queen and Slim bei der IMDb bereits 40% vernichtende Ein-Sterne-Bewertung. Ein weiterer Ausdruck des anhaltenden Kulturkampfes in den USA. Also ohne den gesehen zu haben, ja, sei dazu gesagt. Also mittlerweile liegt er wohl etwas höher. Hm. Ah ja, dann liegt wohl einfach am Thema. Mag sein. Und der Sneak würde ich den, glaube ich, ganz gern nehmen. Das klingt ganz spannend. Mhm. Dann gehen wir weiter zu den gesehenen Filmen. Hier ist uns freundlicherweise ein sogenannter Screener bereitgestellt worden. Das sind Filme, für die, die es vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, das sind Filme, die im Kino laufen oder vielleicht demnächst im Kino laufen und für Presse oder so Podcasts bekommt man so einen Link zur Verfügung gestellt, den man sich auf so einem gesicherten Server dann anschauen kann zu Hause. Und da haben wir den Film bekommen, The Farewell heißt der. Der startet am 19.12., das heißt, den werden wir jetzt auch dem hier in einigen Minuten dann in den Kinostarts, denke ich mal, mit drin haben, wenn alles glatt läuft, wenn wir uns da nicht vertun. Und den konnten wir jetzt schon mal sehen als Screener halt zu Hause. Wir haben zwei Stück bekommen. Einen haben meine beiden geschätzten Mitkollegen geschaut und einen habe ich geschaut. Und in The Farewell geht es um ein junges Mädchen, das in den USA aufgewachsen ist. Und in ihrer frühesten Kindheit hat sie aber in China gewohnt und ihre Eltern sind dann irgendwann nach Amerika, weil dort eben auch bessere Möglichkeiten waren. Und diese junge Dame heißt Billy, wird gespielt von Awkwafina. Chris, hast du die irgendwie erkannt? Ja, die hat zum Beispiel, ich helfe dir mal, die hat zum Beispiel das war in diesem Dings mit Isaac Gonzalez zusammengespielt. Nee, die hat zum Beispiel bei Between Two Ferns hat sie auch. War sie auch dabei? Ja, da auch. Aber ja. Das sagst du, nein, natürlich hat sie bei Dings mitgespielt. Aber ich wollte auf das Between Two Ferns, wo sie sich eigentlich auch ganz gut verkauft hatte. Paradise Hills hat sie auch mitgespielt. Ja, die ist nämlich tatsächlich eine Ocean's 8 hat sie auch mitgespielt. Ja, die ist nämlich auf einem ziemlich aufsteigenden Ast gerade in den USA und hat hier in diesem kleinen Indie-Film, würde ich es mal nennen, mitgespielt. Also die spielt dieses junge Mädchen, was in den USA lebt und sie hat gerade erfahren, dass sie ihr Stipendium nicht bekommt für so eine Uni, wo sie eigentlich hin wollte. Also sind eigentlich so die Voraussetzungen, die sie jetzt hat, um da irgendwie weiterzukommen in den USA, nicht so gut. Und sie telefoniert regelmäßig mit ihrer lieben Omi, die nennt sie auch nur Nene. Und ja, sie erzählen sich immer, wie das so läuft und hat da eigentlich so regelmäßig, dass sie mit ihr telefoniert und es ist aber immer so, einerseits schütten sie sich gegenseitig schon so ein bisschen ihr Herz aus und man merkt aber, es gibt so bestimmte Punkte, über die sie dann eben nicht reden. Also sie sagt zum Beispiel ihrer Omi eben nicht, dass sie das Stipendium nicht bekommen hat und ihre Omi erzählt dann auch diverse Sachen eben nicht. Und wir erfahren dann noch, dass diese Omi, die wirklich sehr herzallerliebst gespielt wird, auch von der Schauspielerin, dass die mit ihrer Schwester, genau, das ist die Tante von ihr, also mit ihrer Schwester geht sie auch immer zu so Vorsorgeuntersuchungen und da wird eines Tages wird bei der lieben Omi da mal was entdeckt. Das wird der Omi aber nicht gesagt, sondern wir erfahren dann auch so ein bisschen, wie das in China so üblich ist, dass man solche Nachrichten eher nicht überbringt, wenn jetzt jemand zum Beispiel todkrank ist und lieber dem Menschen irgendwie noch eine schöne Zeit bereitet und anstatt demjenigen oder derjenigen das zu sagen, hey, du wirst jetzt bald sterben oder so, sondern man versucht da wirklich nochmal irgendwie zusammenzukommen, Abschied zu nehmen und so wird eine Hochzeit organisiert
wo der Bruder von der Billy ein Mädchen heiraten soll, die er jetzt noch gar nicht so lange kennt eigentlich. Also sie sind ja irgendwie erst seit 3 Monaten zusammen und da wird halt gesagt, ja, das ist hier so eine wahnsinnig Liebe auf den ersten Blick gewesen und die wollen jetzt heiraten und das muss jetzt alles organisiert werden. In China dann bei der Oma dort, damit die ganze Familie dort nochmal zusammenkommen kann und ja, mit der Omi nochmal eine Zeit verbringen kann, bevor sie dann eventuell relativ zeitnah dann versterben wird. Und das Ganze führt dazu, dass die junge Billy mit ihren Eltern darüber fliegt. Und dann ist so ein bisschen diese typische Geschichte, die man aus vielen anderen Filmen auch so ein bisschen kennt, wenn jetzt jemand nach einer langen Zeit wieder in seine Heimat zurückkehrt, er oder sie lebt mittlerweile wo ganz anders und ist ganz anders sozialisiert und hat eigentlich so alle Brücken abgebrochen in die ehemalige Heimat und stellt dann aber irgendwie fest, ja, eigentlich verbindet mich hier doch sehr viel noch mit der alten Heimat und hier ist, und es kommen halt Erinnerungen hoch und so ist es dann auch bei der Billy. Sie ist halt in frühester Kindheit mit ihren Eltern in die USA gegangen und dort sozialisiert worden und ihr fallen dann aber doch noch so viele Sachen ein von China, wo sie gelebt hat und sie erkennt sogar Orte wieder, wo sie früher mal gewesen ist und gespielt hat und so, sodass sie ihre Verbindung in ihr Mutterland kann sie nicht mehr leugnen und man sieht während des Films, wie ihr Herz immer mehr erwärmt wird für dieses Land auch, was sich am Anfang als sehr feindlich darstellt, wirklich so diese typischen sozialistischen Bauklötze mit Wohnungen und so weiter und dann erkennt sie aber immer mehr auch die Schönheit von dem Land und dazu kommen noch, weil ja alle beschlossen haben, das der Oma nicht zu sagen, ja, das nagt natürlich auch an ihr und ja, die Hochzeitsvorbereitungen, die dann stattfinden, die ganze Familie wiederzusehen, darum geht es halt so in diesem Film, wo über den halt immer dieses Damoklesschwert schwebt, dass die liebe Oma, die dann auch wirklich so herzerweichend gespielt wird, dass die halt irgendwie bald nicht mehr da sein wird und selber gar nicht weiß. Also sie läuft dann irgendwie, sie geht da zig Etagen die Treppe hoch und sagt immer, das macht sie immer und sie bleibt da gesund damit und ja, und keucht schon. Also sie hat da irgendwie einen Lungentumor oder so und sollte eigentlich da sich eher schonen, aber ja, man lässt sie halt dann immer die Treppen laufen. Ja, ich fand es sehr schwierig, in den Film reinzufinden, weil die Sprache ist halt mir total fremd. Euch ja bestimmt auch. Und dieses Mitlesen mit den Untertiteln, das hat mir echt Probleme gemacht am Anfang. Und ich habe mich dann aber echt drauf eingelassen und habe dann, ja, da musste halt immer mitlesen. Die englischen Passagen sind halt auf Englisch. Die chinesischen Passagen oder teilweise japanische Passagen sind halt untertitelt. Da muss man halt wirklich dranbleiben. Das ist jetzt kein Film, den man nebenbei laufen lassen kann. Und hat mir eigentlich sehr gefallen. Euch ja nicht ganz so, sehe ich hier. Ich wollte gerade sagen, da bist du ziemlich allein. Ja. Oh ja. Ja, also abgesehen von dieser Tradition wohl, dass man es den älteren Leuten einfach nicht sagt, wenn sie irgendwie krank sind und dann hops gehen. Ist jetzt böse gesagt, ich weiß. Fand ich den Film relativ, ja, ich will nicht sagen belanglos, aber ich fand ihn belanglos. Weil auch hier, ja, es ist eine nette Familiengeschichte, es ist dieses, oh, wir machen für Oma nochmal was und gucken, dass die noch einen schönen Lebensabschluss quasi hat und es ist ja alles sehr schön und jeder hat so seine eigenen Problemchen, wie es halt in jeder Familie ist und ja, ich hängt vielleicht dran, dass ich nicht mit allen asiatischen Gepflogenheiten auch wirklich was anfangen kann, also ich erinnere da an die Szene bei der Hochzeit, wo sie dran hocken und wie so Hühner machen, so wababababababada. Ich saß echt dran, ich so, was zur Hölle geht denn jetzt gerade ab? Also, weil ich hab's echt dann nicht so ganz verstanden, worauf die im Endeffekt hinaus wollten, aber es musste ja immer der Bräutigam dann trinken, deswegen war es okay. Und ja, für mich war es teilweise, ich hab's einmal gesagt, ich so, hey, das ist für mich so diese typische Film-Dingsen, sie steht, also Billy steht an einer Wand und schaut ins Leere und das so gefühlt 2 Minuten lang, gefühlt, war wahrscheinlich bloß 30 Sekunden, aber auch schon ewig. Und da habe ich gedacht so, boah, sehr viel Kunst, die da verarbeitet wird. Und
ich tue mir da oder tat mir da einfach auch ein bisschen schwer damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat es nicht so ganz abgeholt. Das Ganze ist bestimmt schauspielerisch sehr anspruchsvoll teilweise gewesen. Gerade die Gockel-Szene. Ansonsten, ja, es ist ein Film, wo die Story eigentlich auch wieder auf dem Bierdeckel erzählt ist. Und ja, für mir war er einfach zu langatmig. Fürchterlich langatmig. Und dann halt wirklich die ganze Zeit diese Untertitel eingeblendet und manchmal waren die auch so schnell weg, das war so, fupp, da weg, los, stopp, schade, nach dem Motto. Das war ein bisschen schwierig dann. Und dann ein Film aus China oder Korea oder wo auch immer jetzt genau herkam, oder Japan anzusehen, ist dann für mich doch ein bisschen, ja, schwierig. Deswegen, mich hat es leider nicht abgeholt. Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, er wäre synchronisiert gewesen, man hätte sich da ganz entspannt irgendwie zurücklehnen können und da genießen können. Wahrscheinlich, ja. Ich fand aber auch die Szenenkomposition, die Bilder teilweise, die waren echt gut, also die richtig gut gedreht auch. Gerade wenn die in irgendwelche Gänge rein oder irgendwie, wenn mehrere Personen waren, wo die alle mit den Regenschirmen hintereinander laufen, so, das war echt wirklich gut gedreht. Das hat mir auch zusätzlich noch sehr gut gefallen. Klar, da waren dann diese Unterschiede, diese kulturellen Sachen, wie mit diesem Hühnchen da, das sagt mir natürlich auch nichts, aber dann dieses Gambay, das kennt man ja, wenn man da schon mal irgendwie unterwegs war. Da muss ich mich immer versuchen, irgendwie rauszunehmen aus solchen Trinkspielen, da, weil ich trinke keinen Alkohol. Ja. Dann immer Gambay und alle trinken da. Hm. Ja. Ja. Aber ja, so diese ganzen Sachen auch wie, was weiß ich, wir haben da Hummer bestellt und jetzt Krabben bekommen und sowas, so dieses typisch Chinesische dann auch so, ja, ist halt jetzt so und nur, ja. Also, ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Aber Kate, wie war es bei dir? Ach, ähnlich wie beim Chris. Also, womit ich mich wirklich ganz, ganz schwer getan habe, ist eben, dass es original war mit englischem Untertitel. Ja, sie hat ab und zu, die Billie hat ab und zu auch mal Englisch gesprochen, aber trotz allem, ich habe mich da sehr, sehr schwer reingefunden. Vielleicht war es auch nicht der richtige Zeitpunkt, also vielleicht war ich auch nicht, weiß ich nicht, voll im Mut, jetzt hier das japanisch-chinesische Drama anzugucken, aber ich habe mich extrem schwer getan. Auch wie der Chris sagt, dann lehnt sie da an der Wand und guckt gedankenverloren in die Gegend und ich denke so, Cut, nächster Take bitte. Und ja, es ist bestimmt ein toller Film. Ich war wahrscheinlich einfach nur nicht in dem Mut, den jetzt zu gucken. Und ich bin ja grundsätzlich jetzt nicht die sich so ein Drama voll reinzieht und es total geil findet, da mit dieser Familie eins zu werden, gedanklich. Und nee, also war jetzt nicht meins. Es war, also die Billie hat es gut gespielt und ich kann auch verstehen, dass sie aktuell auf so einem aufsteigenden Ast ist, diese Schauspielerin. Wie gesagt, ich habe sie sofort wiedererkannt, eben aus diesem Paradise Hills Film, wo sie immer diese Kopfhörer auf hatte, und auch schon nach dem einen oder anderen Film, den wir gesehen haben. Ich habe sie direkt erkannt, was, denke ich, ein ziemlich gutes Zeichen ist für eine asiatische Schauspielerin, dass man sie so einen Wiedererkennungswert hat. Die Omi hat das auch ganz toll gespielt. Also ich glaube, schauspielerisch war das mit Sicherheit richtig, richtig gut. Das wollen wir nicht unter den Scheffel stellen. Aber es war einfach nichts für mich. Ich bin keine Drama-Guckerin. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich einfacher getan, wenn der Film englisch synchronisiert gewesen wäre. Ja, weiß ich nicht. Ich kam einfach schwer rein. War jetzt nicht so meins. Ja. Den ihren Vater, den habe ich auch erkannt. Den kennen wir auch aus diversen Sachen. Ja. Ne? Der ist auch so ein Charakterschauspieler, der immer wieder überall vorkommt. Ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wahrgenommen bei 24, bei der Serie. Da hat er den einen chinesischen Botschafter oder sowas gespielt. Ja. Und dann bei diversen Serien. Ja, insgesamt gut besetzt, also für so ein kleines Indie-Ding. Und ja, unsere Punkte gehen jetzt ein bisschen auseinander. Dann bin ich gespannt, ob vielleicht jemand von den geschätzten Hörern das gesehen hat, vielleicht den Film oder sich anschaut und wie dann seine oder ihre Kritik dann ausfällt, dann lasst uns mal auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich lasse hier nur mal ein Zitat da. Lulu Wangs The Farewell ist einer der bewegendsten, schönsten und bestaussehendsten Filme des Jahres, steht hier in der Pressekritik. Also nicht von der, die uns den Link geschickt haben, sondern hier bei filmstarts.de steht das. Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen,
Ich würde ihn aber durchaus so mit solchen Heimkehrer-Dramen oder Dramedies wie Garden State oder so durchaus vergleichen. Und ich gebe dem Film 8 Punkte. Und ihr? So. Da bin ich jetzt ein bisschen weiter weg von, weil ich das macht einfach sehr langweilig fand. Ich bin da bei 3. Ich bin bei 4, weil ich die Kunst schätze, aber nichts damit anfangen konnte. Und deswegen dann wahrscheinlich eher der falsche Ansprechpartner bin. Wenn man euch zusammenrechnet, seid ihr bei 7 und ich bin bei 8. Da sind wir ja nah beisammen. Ja, und wenn man es alles zusammenschmeißt, sind wir bei 15. 15 durch 3 sind 5. Und das ist dann ein guter durchschnittlicher Film. Okay, dann haben wir einen Film noch geschaut. Den haben wir auch mal im Trailer besprochen gehabt. Apropos, wir haben ja lange keine neuen Trailer mal so richtig. Doch, wir hatten da letztens was, aber... Ich habe einen für nächste Woche. Weil bei den Trailern waren immer ein paar Perlen dabei, auf die wir jetzt auch so ein bisschen zurückgreifen. Ne? Nämlich The Report, der jetzt mittlerweile bei Amazon Prime verfügbar ist. Ja. Und ja, Chris hatte einen, ich hatte einen. Kate, möchtest du den vorstellen? Och Gott, oh je. Bin ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. The Report geht es um einen Bericht, wie man sagt. Ja. Also es geht darum, dass in den USA nach dem 11. September wollte man ja herausfinden, wer hinter diesen ganzen Anschlägen steckt und wer da eventuell noch weitere Anschläge plant. Und man hat dann eben auch entsprechende Vorkehrungen getroffen, um Leute aufzuspüren und dann eben auch zu verhören. Und in The Report geht es hauptsächlich um die erweiterten Verhörtechniken der USA, denn die sind nicht ganz so astrein gewesen. Und eine Governor oder was war, Senatorin, ich kann mir das nicht merken, was die da für ein Amt hat. Die Senatorin tut dann eine Kommission zusammenstellen, die aus mehreren Personen bestehen soll und die sollen recherchieren, was wirklich damals vorgefallen ist. Haben diese Verhörtechniken überhaupt zu irgendwas geführt? Sind da wirklich Antworten bei rausgekommen, die dann zu irgendwelchen Verhaftungen geführt haben von irgendwelchen Oberhäuptern von Al-Qaida oder wie sie alle heißen? Und sollte dann eben auch geklärt werden, welche Anwendungen, also welche erweiterten Verhörtechniken haben denn zum Beispiel gar nichts gebracht oder war das auch alles so abgesegnet von höchster Stelle, von der Regierung? Da müssen eben seitenweise hunderte, tausende Dokumente durchgeforstet werden, um eben da zu einem Beschluss zu kommen und einen Bericht zu erfassen, der auf Fakten beruht. Und das sind halt auf Fakten von diesen Papieren, die eben zur Verfügung gestellt werden. Hat die CIA hier den Bogen überspannt? Haben die hier eventuell Menschen auf dem Gewissen, die gar nichts dafür konnten? Ja, dass die einfach nur festgenommen wurden, weil sie entsprechend irgendjemandem ähnlich sehen aus diesem Regime von Al-Qaida. Und das wird auf eine, finde ich, sehr beeindruckende Art und Weise gezeigt. Wir haben immer wieder so Zeitsprünge in die Vergangenheit, sehen Foltertechniken, sehen Berichte, wie man sowas erweitern könnte, PowerPoint-Präsentationen von Leuten, die sich sowas ausgedacht haben, wo einem wirklich mal echt ganz anders wird mit Kloß im Hals. Und dann wieder in der Gegenwart, wie sich hier irgendwann sind es glaube ich nur noch 3 Mitarbeiter in diesem geheimen Büro verschanzen und tausende Papiere an den Wänden hängen haben, die sie eben für wichtig erachten und die sie dem Weg der Aufklärung weiter verfolgen können. Ist unglaublich gut gemacht. Wenn ich jetzt noch auf den Namen des Schauspielers kommen würde. Adam Driver? Ja, Adam Driver, danke schön. Kylo Ren. Adam Driver, Kylo Ren. Annette Bening, John Hamm. Ben Skywalker. Ben Solo. Hallo? Ben Solo, Entschuldigung. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, mit was für Leuten ich diesen Podcast hier bestreite. Spielt den Hauptakteur dieses Films. Macht er richtig, richtig gut. Grundsätzlich, der Film ist, was Fakten angeht und was Verwirrungen angeht,
extrem hart. Also ich musste dem wirklich, ich konnte dem wirklich teilweise nur schwer folgen, wer da jetzt gerade wem Unterlagen klaut und wer jetzt hier wem was zusteckt. Es ist ein sehr, sehr durchdachter Film. Mir hat er unglaublich gut gefallen. Es war fast schon erschreckend, was da alles aufgedeckt wurde und was da vielleicht dann der Wahrheit entspricht und was vielleicht erfunden wurde, um dem Film nochmal ein bisschen Kick zu geben. Das weiß man alles nicht so genau. Aber so wie das dargestellt wird, würde ich das den Amerikanern und der CIA absolut zutrauen. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich werde ihn wahrscheinlich sogar noch ein zweites Mal gucken, um einfach auf ein paar mehr Details achten zu können. Wie fandet ihr ihn? Ja, gut. Gut. Nee, da hatten wir schon den Trailer gesehen, da hat er mich schon gereizt und wir haben den hier zusammen geguckt oben am großen Fernseher. Ist natürlich sehr, sehr lang. Da muss man halt auch ein bisschen vorher wissen. Also geht 2 Stunden und das sind halt wirklich mehr oder weniger so diese ganzen Ermittlungstätigkeiten. Da ist jetzt nicht so, dass einer, der was enthüllen will, nun plötzlich verfolgt wird und Verfolgungsjagden oder so. Es ist halt wirklich eher so die ganze Bürokratie dahinter, was dahinter steckt und wie das alles aufgedeckt wird, wird ja immer der Zeitstrahl eingeblendet, wann das so gerade jetzt spielt und geht ja immer vorwärts die Zeitrichtung und man sieht dann so, boah, teilweise so irgendwie mehrere Jahre an bestimmten Sachen gearbeitet und wenn man sich überlegt, dann wirklich jemand mehrere Jahre irgendwelche Sachen da ermittelt und wird von allen Seiten blockiert, weil, wie du ja schon gesagt hattest, dass natürlich teilweise die Teams wurde dann halbiert, weil die Republikaner da nicht mehr mitgemacht haben in dieser Kommission und so weiter und dann fehlt einfach mal die Hälfte der Arbeitskraft und was natürlich auch andererseits war ja nach dem 11. September stand ja die CIA unter erheblicher Kritik, weil es hieß, ja die Informationen lagen euch ja vor, was da passiert und das ist ja auch so. Das wurde denen ja gesagt, aber es wurde halt nicht so richtig beachtet und deswegen stand die CIA natürlich unter erheblicher Ergebniskritik, dass sie nun schauen sollen, dass sowas nicht nochmal passiert und hatten natürlich riesige Angst und haben natürlich die diverse Mittel in Betracht gezogen, um da Ermittlungserfolge zu erzielen und sind da weit über die Stränge geschlagen und der Senat hat dann eben die Möglichkeit bekommen, Einblick zu erhalten in die Dokumente, allerdings auch nicht in alle, sondern auch so in bestimmte Sachen, die Fälle betreffen und sind halt immer weiter blockiert worden. Es war schon sehr erschreckend anzusehen, was da so teilweise hinter den Kulissen da so abgelaufen ist und gerade auch so das Thema mit der Freigabe von bestimmten Themen, wo eben bestimmte Sachen, wenn jetzt zum Beispiel eigentlich der Präsident das hätte entscheiden müssen, aber es wurde ihm bewusst vorenthalten, so nach dem Motto, ja, wenn wir es ihm nicht vorlegen, kann er nicht Nein sagen, also machen wir das einfach mal so lange, bis er es irgendwann erfährt und dann Nein sagt, ne? Also ganz erschreckende Sachen. Huiuiui, also da die Politik, das ist ein ganz, ganz dreckiges Spiel. Also aber ich will da mal nicht nur Amerika ausnehmen, das ist ja in anderen Ländern, wahrscheinlich auch in Deutschland, wahrscheinlich genau dasselbe, was da so hinter den Kulissen abläuft, bloß das halt nicht ganz so offensichtlich dann in kriegerische Handlungen mündet. Ne? Aber ein sehr sehenswerter Film, der mit Sicherheit auch im Rennen um die Oscars eine Rolle spielen wird. Deswegen hat ja Amazon den auch wenigstens für kurze Zeit in die Kinos gebracht, damit sie bei den Oscars mit teilnehmen können. Und bin gespannt, wie der sich da verkauft bei den Oscars. Und du, Chris? Ja, ich denke tatsächlich, das ist einer der nächsten Filme, der auch da in diese ins Oscar-Rennen geht. Deswegen lief der auch kurz im Kino. Ich habe da jetzt erst einen netten Artikel auch drüber gelesen. Da ging es allerdings in erster Linie um The Irishman, dass der bei Netflix lief und nur kurz im Kino und dieses Problem zwischen Kino und Streaming-Diensten. Und deswegen finde ich das super, super spannend, in welche Richtung das sich gerade alles so ein bisschen auch entwickelt, weil es ist jetzt wirklich so, dass in dem Fall Amazon Prime und Netflix halt wirklich gute Sachen produzieren und rausbringen und das wird schon interessant und für die Zukunft einfach interessant und auch in dem Film jetzt, wie gesagt, starke Schauspieler, Adam Driver, mega gut, ganz ehrlich, auch dieser komplette Wechsel in der Rolle von ja, ich behandle das neutral bis so, ey, was läuft hier eigentlich für eine Scheiße ab und alles und wie es sich da auch reinarbeitet und wie das auch alles geht und dass es ja auch noch basierend ist auf wahren Begebenheiten, das macht es eigentlich noch ein bisschen erschreckender und deswegen fand ich es echt gut gemacht, also ja, er war lang,
Aber er war halt eben wie auch dieser 7000 Seiten Bericht. Also sehr lang und sehr umfassend, aber sehr ausgeklügelt. Und deswegen, wow. Und bei ganz arg vielen Szenen und Sachen, die da einfach passiert sind und auch gesagt wurden und gemacht wurden, ja, da wird es einem schon nochmal anders, wenn man da drüber nachdenkt, was da wirklich ablief und wie das ablief und tja, was die einzigst wahre Methode ist, ne? Man sieht ja dann, was solche Willkür, selbst hier bei uns im Ländle, wenn da mit der Polizei irgendwas abgesprochen wird und die sich dann auch einfach nicht dran halten, ne, zum Beispiel. Ja. und jetzt wollen sie ja noch mehr Macht, ne? Hashtag NoPolBW oder wie. Ja. Ja, also das ist schon, aber weil du gerade sagtest hier, die ganzen Streamingdienste, die jetzt solche Stoffe produzieren, ich finde es nicht nur gut, dass die Filme produzieren, ich finde es auch gut, dass sie zum einen das klassische Kino nicht vernachlässigen. Die könnten ja sagen, hey, wir machen das jetzt hier fürs Kino und die ganzen Sachen, also nur die wir ins Oscar-Rennen schicken wollen, die bringen wir mal irgendwie für einen Tag ins Kino, damit wir da gelistet sind, sondern die bringen sie auch ganz normal ins Kino, das finde ich halt sehr gut. Und zum anderen finde ich auch gut, dass sie sich an Stoffe rantrauen, die wahrscheinlich über die normalen Produktionswege, Hollywood oder so weiter, die wirklich genau, die ganzen weichgespülten Stoffe, wo ja niemand auf die Füße getreten werden soll oder sowas, dass sie sich auch genau an solche Stoffe rantrauen, ja. Das finde ich echt gut. Vollkommen richtig, ja, das kommt da auch noch mit rein. Weil das ist nämlich zu beobachten, also nicht nur in Amerika, leider in Deutschland auch, dass die größeren Produktionsfirmen, ach, wenn ich hier, wie hieß der Film mit den Handys da, den du geguckt hast, das sind so die Stoffe, die in Deutschland produziert werden und die Erfolg haben, ne? Und so richtig an so krasse Sachen traut sich eigentlich kaum jemand ran, weil das kaum Erfolg verspricht, aber die sind halt echt gut und ja, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Also von mir, The Report, 8 Punkte. Von euch? Von mir auch 8. Ich bin bei 7. Ja. Super, also Empfehlung auf jeden Fall für The Report auf Amazon Prime. Wer das hat, guckt da mal rein. Ihr könnt euch jetzt sowieso Amazon Prime holen, weil da könnt ihr demnächst auch Fußball gucken. Und genau. Wir machen mal weiter mit den Kinostarts der Woche. Mal gucken, was da so dabei ist. Mal schauen. Erstmal einen Jingle und finden. Die hier. Charts auch? Oder? Oh, warte. Kinocharts und Neustarts. Die Charts. Du hast nur was von Neustarts gesagt, nicht also von den Charts. Entschuldigung. Auch. Und dann drückst du natürlich gleich ab. Ja. Bin Platz schon ruhig. 10. Alles außergewöhnlich. Mit Vincent Cassel. Platz 9. Black Christmas. Der will saugeil sein soll. Echt? Ich überlege da echt, ich habe jetzt, also morgen muss ich nochmal arbeiten, dann habe ich Urlaub. Ich überlege echt, ob ich hier noch ein paar Sachen nachhole. Ja, ja. Mein Resturlaub, ja. Mal gucken. Vielleicht gehe ich auch eher an Star Wars und wenn wir dann alle abends zusammensitzen. Ach, Chris, das können wir beide eigentlich machen. Wir gehen vorher. Du hast auch frei, oder? Nee, ich habe nicht frei. Ach so, dann hast du Pech. Dann gehe ich vorher. Also vielleicht die 17 Uhr Nachmittagsvorstellung, die 10 Uhr, da. Ich habe es beantragt, aber mein Chef hat mich ausgelacht. Da gehe ich vorher rein, am Tag vorher und wenn wir dann alle zusammen im Kino sind, sage ich mittendrin Spoiler. Bam. Nee, Quatsch. Platz 8 ist... Wie gehst du einen Tag vorher rein? Wir gehen doch da. Nee, also. Am Tag vorher. Oh, jetzt sind ja. Okay. Platz 8, Le Mans 66, gegen jede Chance. Sehr empfehlenswerter Film. Platz 7, Kleiner Rabe Socke 3, Suche nach dem verlorenen Schatz. Da werde ich übrigens ins Kino gehen. Das ist schon fest ausgemacht. Nur mal so als Hinweis. Platz 6 ist The Joker. Platz 5 Hustlers. Platz 4 Last Christmas. Oh, ich kann nicht vorbei. Noch nicht ganz, siehst du, da ist er noch in den Char, da läuft er noch. Da wolltest du Platz noch rein drei. Unbedingt. Platz 3 Jumanji The Next Level. Da will ich rein. Ja. Platz 2 Das perfekte Geheimnis. Oh Gott, er verdient einen Kohle. Und auf Platz 1 Die Eiskönigin 2. Jo. Dann gucken wir noch mal, was Neues anläuft. Ist natürlich ein Kinostart jetzt die Woche. Müssen wir einfach mit nennen, Chris, oder? Der jetzt einen Tag vorher startet, vor dem eigentlichen Kinostart, der jetzt hier nicht mehr erscheint. Das ist natürlich der neue Star Wars Film, den wir, denke ich mal, anschauen werden. Ja, und ich weiß, worum es geht und ich kenne die Handlung.
Ja. Was? Es geht um Star Wars, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Möchtest du den ersten Kinostart der Woche? Da hast du doch noch mehr eine Verbindung dazu als ich jetzt, oder? Sonst. Das ist die Frage, von welcher Seite aus du ausgehst. Bei mir steht als erstes hier Cats. Ja, eben. Du bist doch noch eher, also ihr geht doch manchmal in Musicals und so. Ja, ja, in wenn der Verfilmung ist Cats Musicals treffen sich Jellicle Katzen rund um Jennifer Hudson und Taylor Swift auf einer Londoner Müllkippe zum feierlichen Ball. Wer den Trailer gesehen hat, weiß, ach du Scheiße. Okay, du siehst es genauso. Okay. Ja, wobei, also ich ein bisschen verwundert bin, weil eigentlich der Kinostart ist doch eigentlich erst der 25.12. bei dem Film. Nee, hier steht bei mir auch 19. bei Filmstarts auch. Ja, okay, weil, wie gesagt, wenn man auf die Seite von Cats geht, kommt 25.12., ist egal. Es ist auf jeden Fall extrem mutig, einen solchen Film gleichzeitig zu starten oder in der Woche zu starten, wo Star Wars startet. Das zeigt eigentlich, entweder haben die ein unglaubliches Vertrauen in ihr Werk und sagen, ey, ja, ist mit Star Wars nehmen wir es auf. Oder sie sagen, ey, das ist so scheiße geworden, vielleicht rutscht es unten durch, weil alle über Star Wars reden. Und ja, es gehen halt ein paar rein und das war's dann. Ich glaube, das ist eine Zielgruppenfrage. Ich glaube nicht, dass das typische Star Wars Event, Sci-Fi-Publikum das Publikum ist, was Cats anguckt. Ich glaube, das ist eher eine andere Zielgruppe. Und wenn alle in Star Wars rennen, gehen die anderen halt in Cats. Also ich denke mal, dahingehend vielleicht nicht so verkehrt die Wahl. Aber was weiß ich schon. Man wird's sehen. Ja. Ich fand's so furchtbar, den Trailer. Sieht ja aus wie diese Monchichi-Figuren, weißt du, wo das Gesicht so normal ist. Ja, aber Monchichi sind ja eigentlich ganz süß. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Oder wie dieser erste Trailer von Sonic. Wo der auch so ein verhauenes Gesicht hatte und dann waren da die Haare so ungefähr, sahen die Cats hier auch aus. Ach, furchtbar. Okay, also konntest du nicht wenigstens den Musical-Fans unter unseren Hörern ein bisschen Lust machen? Ich dachte, du schaffst es wenigstens, bevor ich dann... Oh ja, geht unbedingt in diesen Katzenfilm. Und in Star Wars. Jason Derulo! Ich würde ja vielleicht reingehen, wenn der nicht von Tom Hooper gefilmt wäre, sondern von Toby Hooper. So für die Insider. Genau, daran wird es liegen. Ein Film, da hattest du heute eine Einladung zu einer Pressevorführung, haben wir nicht geschafft, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Eine Buchverfilmung über eine jüdische Familie, die nach Hitlers Machtergreifung 33 aus Berlin flüchtet und über mehrere Stationen nach England gelangt. Und da geht es halt darum, dass das kleine Mädchen bei dieser halsbrecherischen Flucht, wo sie eben alles verlassen müssen, alles stehen und liegen lassen müssen, hat sie halt ihr kleines Lieblingskuscheltier zurücklassen müssen, was sie dann noch sehr beschäftigt. Und damit sie nicht ganz so traurig ist oder damit irgendwie überhaupt eine Erklärung gefunden wird, sagt halt die Mutter zu ihr, ja, Hitler hat jetzt dein rosa Kaninchen, deswegen heißt der Film auch so. Und ja, es wurde eine sehr, sehr dramatisches von Caroline Link, die ja schon, wie ist das mit Afrika und so, irgendwo in Afrika. Ja, ich weiß nicht, also schwerer Stoff, eher sagen, so ein Schulfilm vielleicht, wo man mit einer Schulklasse mal reingehen kann. Ja. Ja, ich bin da auch nicht rein, weil halb krank und so, deswegen. Der Film, der jetzt anläuft, dachte ich gar nicht, dass der jetzt anläuft. Das ist echt blöd, dass sie den parallel zu Star Wars, finde ich. Jetzt muss ich kurz nochmal scrollen, Sekunde. Spione Undercover, meine ich. Achso. Spione Undercover, echt. Animationsabenteuer, in dem Technik-Nerd Walter und Geheimagent Lance, die im Körper einer Taube gefangen ist, den größenmaligsten mit fortbesiegen müssen. Ja, da haben wir den Trailer gesehen, ne? Fand ich ganz lustig. Sah ich ganz witzig aus, aber... guckt das dann wieder zielgruppenabhängig, das ist was für Kinder. Ja, weil er denkt... Star Wars ist auch was für Kinder. Für größere Kinder. Ja, aber Star Wars ist ab 12. Es läuft auch noch an The Peanut Butter Falcon, eine moderne Huckleberry Finn-Adaption über einen gehandicapten Jungen, der Wrestler werden will. Unterstützung bekommt er von einem kleinkriminellen Fischer. Ottfried? Oder? Nee. Von einem kleinen Kriminellen. Ach so. Klein. Nicht alles. Ottfried ist er. Und Ottfried würde mich ein bisschen wundern, wenn der da nochmal auf der Bühne. Aber. Genau. Dann Einsam, Zweisam. Romanze über zwei Singles in den 30ern, die in Paris nah beieinander wohnen und einander noch nie getroffen haben.
Oh la la. Oh, tout à l'heure mit. Wer spielt da mit? Klingt wie eine französische Liebes. Ah, Rémi, François Civil und Mélanie, Anna Girardot haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind beide Anfang 30, sie sind beide Menschen. Remy. Sie haben Blut, schau, sie haben ähnliche Organe. Nur schau so. Ein ja. Remy spielt da mit. Ja, wunderbar. The Farewell, über den haben wir vorhin gerade geredet. Drama über eine chinesische Familie, die vor der Großmutter eine lebensgefährliche Krankheit verheimlichen. Ah, da muss ich auch rein in den Film. Jetzt kommt. Was in Latte Igel und der magische Wasserstein? Ja, genau. Da geht es um so einen kleinen süßen Igel und wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben zwei Igel mittlerweile. Ja, die hocken bei dir vorm Kellerfenster, ne? Genau, die hocken vorm Kellerfenster. Die machen jetzt allerdings gerade Winterschlaf, also das Essen rühren sie nicht mehr an. Und die Kids sind natürlich total begeistert gewesen über die zwei Igelchen, wenn die immer gekommen sind und da gefuttert haben. Das war total süß und so. Und dem Hund hat es auch gefallen, er hat sich innen vors Fenster gelegt, hat sich immer gefreut. Ja. Und deswegen, wenn jetzt natürlich ein Film mit einem Igel im Kino kommt, ach guck mal, siehst du, na, es ist Weihnachten, da kann man mehrmals ins Kino gehen. Da geht es nämlich um eine Lichtung im Wald, in der verschiedenste Tiere im Einklang miteinander leben. Und das friedliche Miteinander gerät allerdings in plötzliche große Gefahr. Nachdem nicht der Regen ausbleibt, gehen die Wasservorräte langsam zu Ende. Und man macht sich Gedanken, wie man die Wassernot überleben kann, ja. Ach du wie. Das klingt sehr dramatisch, ehrlich gesagt. Türkische Drama kommt nicht bei uns. Holy Spirit, heilig, bayerisch, tödlich. Wilder Genre-Mix zwischen Satire, Regionalkrimi und Rausch um einen Jesus-Darsteller, der verdächtigt wird, ein Serienkiller zu sein. Okay. Ja. Und dann haben wir noch das mein Lieblingsplakat von VIP Polizist 2. In der Fortsetzung wollen die Polizeibeamten ihren Urlaub zum Jahreswechsel genießen, doch ein großer Raub macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und das ist das Cover von Kevin allein zu Hause, oder? Ja, es sieht so aus. Ist doch ein russischer Film, oder? Ja. Das ist ein russischer Film. Sergei Burunov, Alexander Botic, Norina Grishina. Gut. Ilya Kulikov. Dann waren das also diese Filme, die jetzt am 19.12. oder einen Tag vorher, hat man Star Wars erwähnt, starten. Da kommt dann ja nochmal das, was dann kurz nach Weihnachten startet. Da sind auch ein paar gute Sachen dabei. Da kommen wir dann nächste Woche dazu, falls ihr dann zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, nochmal ins Kino gehen wollt. Und was kommt jetzt so auf Blu-ray raus, so rechtzeitig zum Schenken? Mal gucken, was da so dabei ist. Nicht so arg viel, glaube ich. 16. Dezember. Also Crawl, für dich ist auf jeden Crawl, Fall was dabei. Crawl kommt. Was sag ich? Für dich ist auf jeden Fall was dabei. Den fand ich super. Und Tarantinos Lieblingsfilm des Jahres übrigens, ne? Ja, kennt sich aus, der Mann. Ja, Tarantino ist ein toller Überschlag zu Once Upon a Time in Hollywood. Größte Enttäuschung Mensch, des Jahres für mich. Aber das sind hier Zusammenhänge, die man hier mal zusammengebaut hat. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die kommen. Once Upon a Time hatte ich eine längere Diskussion mit einer amerikanischen Kollegin. Die fand den so super. Ich habe gefragt, ja, was findest du denn da super? Ja, es ist so schön, die ganze Zeit, wie die da wieder auflebt. Sag, ja, was sagst du denn zur Story? Ja, da hat doch keine Story, der Film. Ja, aber das ist so schön gemacht, wie die dann immer so. Da habe ich gesagt, ey, du siehst immer nur Brad Pitt von A nach B fahren und hört Musik. Worum geht's in diesem Film? Und irgendwie sinnlosen Rückblenden und so. Ja, der lässt aber so schön die Zeit wieder aufleben und so, des großen alten Kinos. Da ich, aber ein bisschen Story wäre schon nicht verkehrt gewesen bei einem fast 3-Stunden-Film, oder? Oh. Ja, irgendwie konnte es mir bis jetzt keiner, der den Film richtig gut findet, begründen, warum der als Film gut sein soll. Weil als Film funktioniert er einfach nicht, finde ich immer noch. Gut, aber davon können sich jetzt alle überzeugen, die den nicht gesehen haben im Kino. Der kommt nämlich jetzt auf Blu-ray raus. Dann haben wir es eigentlich schon durch hier, die ganzen Neustarts. Das waren jetzt aber richtig viele. Ja, Kino-Neustarts waren ja viele, ne? Ich sehe, der nächste Programmpunkt ist Serie. Serien. Schieß mal los. Apple Plus, Apple TV Plus heißt es, hat eine weitere Serie veröffentlicht, beziehungsweise die ersten 3 Folgen. Jeden Freitag kommt wieder eine neue Folge dazu, wie auch schon bei den anderen Serien, die ich vorgestellt habe, die bei Apple TV Plus laufen.
Und jetzt haben sie sich an etwas Crime-mäßigem versucht. Und zwar heißt die Serie Truth Be Told, der Wahrheit auf der Spur. Und darum geht, da geht es darum, dass vor 19 Jahren hat ein, sagen wir so, er hat nicht, es ist noch nicht ganz klar, ob er hat oder ob er hat nicht, vor 19 Jahren gab es einen Mord. Und dafür wurde der 16-jährige Warren Cave, gespielt von Aaron Paul, verhaftet und für schuldig erklärt und sitzt auch immer noch im Gefängnis deswegen. Eine Journalistin, die damals aufstrebend war und darin ihren großen Durchbruch gewittert hat, hat da sehr, sehr viel Berichterstattung gemacht und hat halt entsprechend auch vielleicht ein bisschen sogar dazu beigetragen, dass er verurteilt wurde. Und die kriegt jetzt, die heißt übrigens Poppy Parnell und wird gespielt von Octavia Spencer. Und die macht aktuell einen Podcast und ist so grundsätzlich auch also Autorin und auch schon eine Art Medienpersönlichkeit über die letzten Jahre geworden. Und die bekommt neues Material, Bildmaterial zugeschickt, welches die einzige Zeugin, die Warren Cave gesehen hat, in ein schlechtes Licht rückt. Und zwar so in die Richtung, dass ihre Aussage, dass sie ihn gesehen habe, fast schon erzwungen wirkt in dieser Aufnahme. Und so rollt sie diesen ganzen Fall nochmal auf und macht quasi eine True Crime Story darüber und veröffentlicht Podcasts über dieses Thema. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, was Apple Plus damit auch ein bisschen machen will, Apple TV Plus. Denn in USA kommen immer mehr diese True Crime Stories raus. Und fing an mit Netflix, Making a Murderer oder hier Amanda Knox und so. Diese ganzen Dokumentationen, die da kommen, sind nämlich nicht immer ganz gut. Denn verarbeitet, es wird wieder neu aufgerollt bei Zeugen, bei Opfern, bei Polizisten, die sich nochmal damit beschäftigen sollen, obwohl es ja eigentlich schon, sagen wir mal, abgeschlossen war. Ja? Familienmitglieder haben sich vielleicht mit dem Tod irgendwann abgefunden und es kommt jemand und rollt das Ganze nochmal auf. Und das wird auch ein bisschen thematisiert in dieser Serie, dass das nämlich nicht immer so geil ist. Ja? Klar, wenn jemand unschuldig im Gefängnis sitzt, sollte man dem nachgehen. Aber es wird halt dann direkt ein Fass aufgemacht mit Medien und allem drum und dran, obwohl nur ein neues Indiz ans Licht kommt. Und statt es erstmal im Ruhigen zu klären, was steckt wirklich dahinter, wird halt hier gleich ein Riesenfass aufgemacht. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik an den Amerikanern und ihrer Geltungsbedürftigkeit, was eben solche Sachen angeht. Wird extrem gut gespielt. Wie gesagt, Octavia Spencer und Aaron Paul in grandiosen Rollen. Zu Aaron Paul will ich gar nicht so viel sagen, weil der hat eine Rolle, die ist einfach überraschend. Und so habe ich ihn persönlich noch nie gesehen. Und das macht richtig, richtig Spaß, und ich glaube, also Spaß insofern, dass er halt mal was anderes von sich zeigen kann. Deswegen werde ich da gar nicht groß drauf eingehen. Poppy Parnell, Octavia Spencer, ist Journalistin durch und durch und wagt sich da jetzt eben in Gewässer vor, die gefährlich für sie werden. Und nicht nur für sie, sondern für ihre ganze Familie. Denn möglicherweise ist an dem tatsächlich was dran, dass Warren Cave unschuldig ist. Und also wie gesagt, ich habe jetzt die ersten 4 Folgen gesehen, weil die kamen Donnerstag raus und dann kam natürlich Freitag gleich die 4. Folge. Ich werde definitiv dranbleiben, ist eine sehr, sehr gute Serie. Sollte man sich anschauen, wenn man Apple TV Plus hat. Macht Spaß. Ja, absolute Empfehlung von mir. Ist mir auch empfohlen worden oder uns auch empfohlen worden von, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wer das war, hier über Twitter. Ach, meine ganzen Retweets hier, wenn man da einmal so einen Tweet lostritt hier, dann. Ach, wer war das hier? Der Sören. Nee, nicht Sören. Moment. Dann war das nicht. Der Curing. Ed Curing hatte uns das auch empfohlen. Grandios, finde die ersten 3 Folgen super, hat er gemeint. Ja. Jawohl.
Cool. Kann man angucken. Sollte man angucken. Kann man machen. Als Serienfan. Wenn man Zeit hat, ja. Ja. Ja, Chris, du hast doch Urlaub jetzt, du hast doch dein Zeit. Ich wollte gerade sagen, du hast doch jetzt Urlaub. Ich muss mir von dir nochmal erklären lassen, wo ich mein neues iPhone registrieren kann, damit ich das kostenlos kriege. Dann sehen wir weiter. Was du hier eingetragen hast, ist es richtig hier, das alte Spiel? Dann haben wir Games, oder? Warte. Games. So, ja, das alte Spiel, wie du es nennst, ja, ist schon richtig. Es geht um Forza Horizon 4. Mit Lego. Das kam ja. Was? Hast du Lego mit drin? Das kam ja 2018 schon raus. Und ja, ich habe es tatsächlich geholt mit Lego. Und Lego ist so geil zu spielen. Ja, also, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also es ist Forza Horizon ist der Nachfolger von Forza Horizon 3. Autorennspiel mit ganz arg vielen Autos, Open World. Und man kann ganz viel Sachen machen, ganz viel rumfahren. In Teil 3 war man ja auf einem Festival in Großbritannien. Teil 4, in Australien. Teil 4 ist jetzt in Großbritannien so rum. Und hat als Besonderheit Jahreszeitwechsel und alles Mögliche drin, was sehr, sehr cool ist, was sehr schön dargestellt ist. Ich habe lange mit mir gerungen, möchte ich es wirklich haben oder nicht. Und jetzt gibt es seit ein paar Tagen einen neuen Spielmodus, den es kostenlos gab, der Eliminator, der Eliminator. Oh. Und da hast du nichts von gehört? Nee. Und okay, weil das ist nämlich ein Battle Royale Modus. Und das ist derart witzig, du fängst nämlich an mit einem ganz alten Mini Cooper und musst dann umherfahren und dann wird die Arena kleiner und musst andere dann zum Rennen herausfordern und je mehr Leute da mitfahren, desto größer sind die Chancen, dass du es irgendwie schaffst. Es stehen irgendwo Autos rum, dass du upgraden kannst und so. Total witzig, total irre und das hat für mich eigentlich der Auslöser gegeben, dass ich gesagt habe, komm, die knapp 30 Euro gebe ich jetzt da dafür aus und hol mir das. Es macht wirklich Laune. Es klingt total abgefahren, aber und abgefahren passt ja zu einem Rennspiel wie Forza Horizon. Deswegen, ich kann es gerade echt nur empfehlen. Ich werde es noch ein bisschen genauer testen und dann mal gucken, was bei rumkommt. Aber es macht sehr viel Spaß. Cool. Ich habe Horizon jetzt schon länger nicht mehr. Ich hatte mir nach der Gamescom dieses Lego-Ding geholt und habe da ziemlich viel gespielt. Das ist echt so witzig. So gut. Das Lego-Ding ist so witzig. Vor allem, wenn du da mit dem Lego-Auto in der normalen Welt rumfährst. Ja, ich bin immer nur in der Lego-Welt rum, weil das ist auch cool, wenn du gegen irgendwas fährst und so fällt das dann auch so in die Teile, in die Lego-Teile und so. Ist schon sehr lustig. Ja, nee, ich habe jetzt immer eher so das normale Forza oder ich habe jetzt auf der PlayStation ja das Gran Turismo Sport. Ich habe die zwei gespielt. Aber hier halt am großen Rechner das normale Forza, weil jetzt mit der neuen Grafikkarte, ey, boah, das sieht so hammer aus alles. Da kann man dann auf Ultra und so, oh, herrlich. Wunderbar. Ja, schön, Forza Horizon. Also es lebt immer noch, es ist halt schön, wenn dann immer noch so DLCs und sowas erscheinen. Und gut, wenn wir einmal dabei sind, können wir auch erwähnen, dass wir Fallout 76 ja immer noch spielen. Da ist gerade so eine Weihnachtsaktion. Wenn ihr das noch hört, also bis zum 16., das glaube ich bis zum Montag, kann man noch kostenlos spielen. Das heißt, wenn ihr da einfach mal gucken wollt, wovon die zwei alten Herren da reden, oder besser gesagt der eine alte Herr, und was die so gut finden, dann ladet euch das mal runter. Einfach diesen Bethesda-Launcher runterladen. Ich werde es, glaube ich, mal mit verlinken. Fallout 76 installieren. Achtung, das dauert ein bisschen mit dem Runterladen. Ne? Also nicht gerade 5 Minuten vor der Angst anfangen mit Runterladen. Und dann könnt ihr da kostenlos mal reinschnuppern. Könnt ihr aus Vault 76 rausgehen in die Welt und könnt euch selber mal einen Eindruck verschaffen. Und wenn es so ist, wie es üblicherweise ist, dann werden euch die höherleveligen Mitspieler freundlich in Empfang nehmen. So wie der Erik, der schießt auf einen. Das war jetzt hier nicht so ein Quatsch. Ich schieß nur auf dich. Ja. Ich habe ja gesagt auf einen, nicht auf wen speziell. Nee, also die Neuen, die werden dann immer ganz gut begrüßt und ein bisschen Hilfestellung gegeben und so. Die Community ist eigentlich ganz cool drauf. Ja. Okay, dann wir bräuchten eigentlich mal hier so einen Jingle für unsere Musikgeschichten hier, also für unsere Musiktipps hier. So dieser Jingle taugt da nicht so richtig. Nee, geht auch nicht. Ja, also wir haben Musiktipps für euch, liebe Hörer. Die könnt ihr auch
auf euren Player eures Vertrauens runterladen, immer nämlich mit Spotify. Da gibt es eine Playlist, die ist auch mit verlinkt bei jedem Blogbeitrag auf kinocast.net. Wenn ihr vielleicht sogar diesen Podcast über Spotify hört, was ja mittlerweile sehr, sehr viele tun, und ich bin da überrascht, habe sogar von Spotify eine Meldung gekriegt, was die erfolgreichste Folge war. Wir sehen, wir müssen da mehr Clickbait machen in unseren Titeln. Ja, Gewinnspiel. Fail, Hotelzimmer Fail, und so Gamescom und so kam gut. Nut. Tits and Ass. Fail. Ja. Und wenn ihr da einmal auf Spotify seid, dann guckt mal nach der Playlist, die heißt Kinocast Songs. Und dann findet ihr unsere Playlist, die ja stetig wächst. Kinocast Love, Songs to make love to. F-Songs. Ja. Kate, was hast du ausgesucht, was heute auf die Playlist soll? Heute soll unbedingt ein Song auf die Playlist von Roxette zu Ehren der kürzlich verstorbenen Marie Fredriksson würde ich mir gern wünschen, dass The Look auf unsere Liste kommt. Das ganze Album hieß ja auch Look Sharp. Hast du mal gehört, wie das überhaupt zum Hit geworden ist? Nee, das tatsächlich nicht. Gibt's ja bei SWR 3, gibt's ja immer einen guten Podcast, der auch regulär ganz normal im Radio läuft. Sind so kurze Bits, der heißt Songs und ihre Geschichte. Einfach mal suchen bei dem Podcast-Player eures Vertrauens nach SWR 3, Songs und ihre Geschichte. Da haben sie erzählt, das hatte ein Student, der in Schweden irgendwie studiert hatte, hatte das mitgebracht in die USA. Und hat das seine Original-CD oder Platte war das damals noch, eine Radiostation gegeben. So, ey, das ist voll geil, hier, hört da mal rein. Keiner hat sich drum gekümmert und so. Und irgendwann hatte er dann gesagt, er will sie wiederholen, weil es war nur die eine, die er hatte. Er hatte sich vorher auf Kassette überspielt, damit er es zu Hause hören kann. Und hat dann dem Chef, der das hatte, gesagt, hier, ich komme heute vorbei, ich hole mir die Platte wieder ab. Und das war so der Moment, wo der mal reingehört hat. Okay, wenn der das jetzt holt, da höre ich vorher kurz rein. Und er fand das so geil und der Student, der das quasi nach Amerika gebracht hat, wo das dann zum Hit geworden ist, der ist immer noch in oder jahrelang noch von Roxette, hat er irgendwelche goldenen Schallplatten geschenkt bekommen und natürlich Eintritte zu seinen Konzerten, zu den Konzerten frei bekommen und VIP und sonst was. Also die haben den echt gut behandelt hinterher. Hm. Übrigens, The Look auch GTA 4, ne? The Ballad of Gay Tony. Da kam im Trailer immer The Look. Okay. So, nur mal so. Ich pack's jetzt mal auf die Liste hier gleich drauf, zur Playlist. Na, so. na. So, Chris, was hast du denn da? Deins kenne ich jetzt nicht. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn du das kennst. Ich habe von der Band Split den Song Talk is Cheap. Und Split ist eine Band, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben sich inzwischen getrennt, leider. Das ist eine deutsche Band, die leider sehr stark unterm Radar geflogen ist. Und ein guter Freund von mir war da im Management tätig sogar. Und ja, ist ein cooler Song, der alles Mögliche hat, hat auch ein sehr cooles Video. Ja, wie gesagt, ich weiß es aktuell nicht, ob es es wirklich noch gibt. Also es kommt aus Eislingen an der Filz, da haben sie sich gegründet. Ui. Okay. Und ich habe ja, weil ich ja gestern auf einem Konzert war, die Vorband nannte sich Horst Wegener. Und wer jetzt denkt an einen dicken Typen mit kariertem Hemd und einem Akkordeon, wird enttäuscht, denn es handelt sich um einen ziemlich guten Rapper, der echt gut abgeliefert hat. Und es war zum ersten Mal, dass ich erlebt habe bei irgendeinem Konzert, dass von der Vorband eine Zugabe gefordert wurde. Also der hat die alle so mitgerissen und selbst Afrop hatten dann noch mal mit auf die Bühne geholt. Da haben sie dann zusammen noch was gemacht. Also der hat die Bude echt gerockt. Horst Wegener, den Namen sollte man sich merken. Deswegen heißt der Song, den ich da drauf packe, auch Mein Name ist Horst. Also wenn man als, ich glaube, Deutsch-Iraner mit dem Namen Horst gestraft ist, dann sollte man, glaube ich, wenn man in das Rap-Game eintaucht, mal wirklich mal allen erstmal sagen, wer man ist. Deswegen, ja, mein Name ist Horst, denn von Afrop kennt eh jeder alles. Glaube ich, brauche ich nichts drauf packen. Wenn nicht, dann nachhole, aber ganz schnell. Ganz schnell. So, was haben wir denn so an Kommentaren? Ich verliere fast den Überblick, weil hier das Kinocast Weihnachtskalender Gewinnspiel hier irgendwie alles strapaziert. Das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Da gibt es doch welche, die cheaten, oder?
Meinst du? Aber wie? Ich unterstelle es jetzt einfach jedem, der besser ist wie ich. Ach so. Es kann natürlich sein. Ich vergesse es manchmal sogar. Ich habe mir in manchen Jahren mal die Mühe gemacht und dann mal irgendwie nach den Bildern in diversen Foren und so weiter gesucht. Da gab es ja diverse Fälle, wo dann jemand einfach in irgendeinem Forum, wo viele Leute waren, einen Thread aufgemacht hat. Ja, ich habe hier mal ein Filmrätsel und so, rätsel doch mal. Und hat einfach meine Bilder da rein gemacht und hat andere für sich raten lassen. Ne? So, und ich habe jetzt auch, also dieses Jahr habe ich mir noch nicht so die Mühe gemacht, da werde ich vielleicht mal tun, mal gucken, so bei Reddit und so mal. Das haltige Bild weiß ich. Gut, kann man hier antworten. Werde ich mal schauen, aber ja. Also wenn es jemand rausfindet, es liegt natürlich auch an allen, die mitspielen. Ihr könnt ja auch mal gucken, ob ihr die Bilder irgendwo im Internet entdeckt, in irgendwelchen Foren oder sowas, gerade so Games-Foren oder sowas. Da gibt es meistens irgend so einen Film-Thread auch oder bei Reddit. Falls euch da irgendwas auffällt, dass immer die gleichen Bilder aus dem Adventskalender da irgendwo landen und jemand anders quasi die Arbeit machen lässt, irgendeine Crowd-Intelligenz nutzt, dann sagt mir einfach mal Bescheid, dann wird derjenige User dann gesperrt für das restliche Gewinnspiel, weil das muss ja dann nicht sein. Für immer! Soll ja auch alles Spaß machen und bei dem Gewinnspiel geht es ja nicht nur darum, wer sind so die Ersten, sondern es kann ja jeder was gewinnen. Das heißt, auch mit falschen Antworten nimmt man ja teil und sammelt sich die Lose zusammen, die dann in den Pott wandern, wo dann daraus gezogen wird. Nicht jeder kann was gewinnen, gell? Nee, ihr zwei nicht. Ja, danke. Ja. Deswegen aber sind alles andere Cheater. Sagst du. Chris, das heutige Bildchen musst du auch, hast du auch schon gewusst? Aber hab ich schon lang gewusst. Das habt ihr doch jetzt. Ich hab gerade erst geguckt. Aber es ist natürlich auch so, ihr müsst natürlich auch regelmäßig tippen. Wenn ihr natürlich immer Tage auslasst, dann geht euch einfach mal auf Punkte verloren. Ja, nur mal so. Das ist bei uns nicht so schlimm. Ja, dann braucht ihr euch nicht beschweren, dass andere besser sind. Punktmäßig. Ich tippe nur, wenn ich es weiß. Hm. Ich möchte nochmal sagen, es ist ja keiner besser wie ich. Alle anderen sind Cheater. So, also macht das schön mit beim Adventskalender-Gewinnspiel. Ach, siehst du, heute muss ich noch auf Instagram den Post raushauen, damit das konsistent ist. Mm. Jo, dann schaut gute Filme. Da laufen ja diese Woche einige an. Ein großer ja, auf jeden Fall. Und ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Sendung dann über den neuen Star Wars Film dann sprechen. Vielleicht habt ihr den auch schon bis dahin gesehen, liebe Hörer. Wir machen, denke ich, dann auch einen Spoiler-Talk bestimmt. Und liebe Hörerinnen auch. Ja, können wir machen. Wahrscheinlich direkt nach dem Film eine Insta-Story. Ja, sofort mit allen Spoilern. Also Vorsicht geboten. Ja, das Problem ist, du kannst ja über den neuen Star Wars nur als Spoiler-Talk reden, weil alles, was du zum neuen Teil sagst, ist ja schon ein Spoiler. Da ist ja der Trailer ist gut, ist ja gedreht, so gedreht, die nicht Action Storys ist sehr interessant. Gute ja, Musik, genau. Gute Musik. Rezension Ende. Gut. Ja, dann, ich fand ihn gut. Wir sehen uns dann morgen in der Sneak Preview. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis dann. Sehr gerne. Bis tschüss. Dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.